Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer von TV Rheintal. Vielleicht ein ungewöhnliches Thema hier für die Region. Wir sehen es, ob es ungewöhnlich auch bleibt. Ihr kennt sicher einen. Das ist der Roland Rino Büchel, Nationalrat, kommt von Oberried. Natürlich empfiehlt er sich für die Wiederwahl. Aber es geht jetzt dermal nicht um die Wahl. Es geht um eine Anfrage und wir sind hier in einem ganz anderen Zusammenhang. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund, ein Buch von Jürgen Roth. Der Jürgen Roth, der Autor bei uns, heute Morgen in Zürich, bei seiner Buchvorstellung. Sein Buch, ich muss es auch lesen und Brillen anlegen, Unfair Play, wie korrupte Manager skrupellose Funktionäre und Zocker den Sport beherrschen. Das ist Ihr Buch, Jürgen Roth, Sie sind da ständig auf den Spuren von irgendwelchen mafiosen Getue. Worum geht es in diesem Buch vor allem? Na, ich beschäftige mich jetzt seit einem Vierteljahrhundert ausschließlich mit organisierter Kriminalität, mit mafiosen Strukturen, was Sie erwähnt haben, also mit dem Schmutz dieser Welt. Und da taucht natürlich immer am Rande der Sport auf. Und deswegen habe ich das nie so richtig beachtet, fand dann aber heraus, dass der Sport und organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität inzwischen teilweise eine Einheit geworden ist. Wir als normale, naive Fans glauben, es geht alles sauber zu und es wird nicht geschoben, es wird nicht betrogen, es wird nicht manipuliert, es wird nicht erpresst. Aber in Wirklichkeit findet das genau statt. Und zwar nicht nur in Osteuropa, da ist es flächendeckend, sondern teilweise auch in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Das heißt, das Buch beschreibt die Schattenseite des Sports, der in den Medien halt immer sehr schön dargestellt wird und als was Integres, als Vorbild, geradezu als politisches Vorbild. Aber der Sport ist halt nichts anderes als der Spiegel unserer Gesellschaft und die ist bekanntlich ja nicht so sauber, wie wir sie gerne hätten. Und Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, Sie sprechen von hochgradiger Kriminalität. Übertrieben oder Fakt? Nein, ich kann ja glücklicherweise alles belegen. Und ich habe ja hervorragende Quellen, einerseits natürlich bei den Ermittlungsbehörden, die ein Interesse haben, dass etwas bekannt wird. Auf der anderen Seite habe ich lange recherchiert in den jeweiligen Ländern. Und es ist halt leider die Realität. Ich habe ja auch gedacht, ich will es eigentlich nicht wahrhaben, aber die Situation ist so, wie ich sie versuche in dem Buch zu schildern. Wobei es mir ja gar nicht nur um den Wettbetrug geht, also um die Manipulation, sondern welche Investoren sind bei den großen Fußballvereinen dabei? Woher kommt das Geld? Das ist ja häufig sehr schmutziges Geld. Geldwäsche spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. Und wer sind die Fußballfunktionäre und die Fußballdirektoren, die Fußballmanager? Da wird ja sozusagen ein Tuch des Verschweigens in der Regel drüber gelegt. Und ich zeige halt auf, dass gerade, ob es jetzt die Europameisterschaft, die künftige ist, in Polen, in Ukraine, das sind halt durch und durch korrupte und kriminelle Strukturen. Und wir gehen alle hin, wir klatschen alle, wenn die Spiele dort stattfinden. Es wird viel Geld gezahlt. Aber die Wirklichkeit ist halt, es sind halt korrupte Vereine und die Verbindungen haben zu dem, was wir normalerweise unter Mafiosi verstehen. Und kein Land ist ausgenommen, kein Verein ist ausgenommen. Liechtenstein haben Sie nicht erwähnt. Liechtenstein habe ich deswegen nicht erwähnt, weil im Fußball spielt es ja nicht so die entscheidende Rolle im Sport überhaupt. Liechtenstein spielt bei der Geldwäsche natürlich eine ganz große Rolle bis zum heutigen Tag. Ich nenne natürlich den Fall eines Trainers, das vom ZSK Moskau, der über einen Notar hier in Liechtenstein auch entsprechend betrogen worden ist. Aber das ist ja eine Ausnahme in dem Fall. Aber wenn es um Finanztransaktionen geht, dann spielt Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, Zypern und andere Offshore-Inseln spielen halt immer noch eine ganz große Rolle. Funktionäre auch, Sepp Blatter ist da nicht ausgenommen, obwohl er sich immer so wieder rausschleichen kann die letzten Jahre. Naja, Sepp Blatter ist sozusagen die Symbolfigur dieser mafiosen Vereinigung, FIFA. Er hat viel Macht, er hat viel Einfluss, er fühlt sich ja geradezu als Gottvater des Fußballs. Und da er sich viele Interessen bedient, das heißt auch viel Geld fließt, meine ich jetzt gar nicht Korruption, das ist ein ganz anderer Fall, aber er hat Einfluss, wie Geld verschoben werden kann, wer davon profitieren kann. Da gibt es die wenigsten, die so viel Zivilcourage haben, glaube ich, die sagen, Blatter muss weg. Das gibt einige, aber das sind nun wirklich die Ausnahme, weil alle greifen gerne in die Taschen von Herrn Blatter.
konkret mal gefragt, im Mai dieses Jahres war ein Spiel zwischen Zenit Petersburg und Bayern. Die Bayern haben gewonnen 4-0. 2-0-8 war auch ein Spiel, da haben die Bayern verloren. Zenit Petersburg wurde dann in der Folge Champion. Und Sie schreiben davon, dass das alles so irgendwie getürkt war, wie wir in der Schweiz sagen. Ja, das sagen wir auch in Deutschland getürkt. Der Verdacht liegt sehr nahe, weil Zenit St. Petersburg, da weiß man im Grunde genommen, dass die russischen Mannschaften, dass da geschmiert wird und geschoben wird, das können wir uns in unseren kühnsten Vorstellungen, glaube ich, nicht so richtig wirklich vorstellen. Nein, es gab ein Abhörprotokoll von Top-Mafioso in Spanien. Da hat die Staatsanwaltschaft zugegriffen, hat vorher Telefon abgehört und aus den Telefongesprächen ergab sich, dass dieses Spiel Zenit St. Petersburg gegen Bayern München geschoben worden sein soll. Aber wie kann das sein? Weil die Bayern wissen von nichts. Die Bayern wissen von nichts, St. Petersburg weiß auch von nichts. Nur die Staatsanwaltschaft weiß anscheinend was in Madrid davon. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so geschehen ist. Nur das Interessante ist, was ist denn passiert? Es gab ein Rechtshilfeersuchen, da sagt die Staatsanwaltschaft, das gibt es nicht. Es wurde massiv Druck auf die Staatsanwaltschaft, also die Münchner Staatsanwaltschaft ausgeübt, um eine Aufklärung zu verhindern, sage ich mal zurückhaltend. Die spanischen Ermittlungsbehörden wollten etwas, wollten Aufklärung, wurden aber in Deutschland blockiert. Und wenn Sie überlegen, wer all da beteiligt war, der Bundesnachrichtendienst, private Sicherheitsagenturen. Und also es ist merkwürdig, wie etwas, nicht ans Tageslicht kommen soll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Bayern München hat es nicht nötig. 50 Millionen, so viel sind das für Bayern. Können Sie sich deshalb nicht vorstellen, wenn Sie von Frankfurt kommen und Deutscher sind? Oder weil zum Beispiel bei Gazprom der Altkanzler Schröder dabei ist? Also sind Sie da mit Mafiosi? Erstmal bin ich. Verschleiern Sie auch was? Oder schreiben Sie alles? Ich schreibe schon alles, soweit ich das schreiben kann. Also ich muss ja vorsichtig sein. Ich will ja nicht irgendwie, dass die Rechtsanwälte. Eben, warum sollen die Bayern 2-0-8, gerade die Bayern, die ja verloren haben, die unbedingt 3 Titel gewinnen wollten, ja, nicht die Hand im Spiel gehabt haben? Warum denn? Naja, ich sag ja, ich bin ja noch ein optimistischer Mensch. Ich habe immer noch ein bisschen das Prinzip Hoffnung. Und ich hoffe halt, dass es Bayern nicht nötig hatte. Bei St. Petersburg sage ich klar, das war schon immer so, das ist nicht weiter verwunderlich. Es soll ja auch ein Manager von Bayern München sozusagen, also Geld geflossen sein auf sein Konto. Ja. Da wurde aber die Anzeige, die es gegeben hat, die sehr konkret, wurde ja von der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht beachtet. Nur ich kann halt nicht behaupten, Bayern München, ich kann nicht behaupten, sie sind im Zustand der Unschuld. Ich glaube schon, dass alle irgendwie ein bisschen Dreck an den Fingern haben. Aber also es würde Süddeutschland als Frankfurter nicht unbedingt schützen? Nein, Frankfurter, wir kennen das natürlich nicht, dass Spiele geschoben werden, nur wieder Norddeutschland und Westdeutschland und Ostdeutschland. Frankfurt ist eine Ausnahme. Genau, auch fußballmäßig nicht so ganz oben, ja. Inzwischen leider nicht mehr, aber die Eintracht Frankfurt, da hat Herr Daum, der ja auch mal bei Istanbul gearbeitet hat, hat halt pro Monat 250.000 Euro bekommen, ist ja auch nicht wenig dafür, dass die Mannschaft dann absteigt. Aber das sind, ich würde sagen, das sind die normalen Geschäftspraxen. Genau. Was mich stört und was ich aufschreibe, ist im Grunde genommen die ethische Verkommenheit, die im Sport inzwischen zu verzeichnen ist. Also Wertekommission muss hier. Aber welche Wertekommission? Mit Kissinger. Ehrenmann. Henry Kissinger. Deutsche Mutter. Ja, natürlich. Dafür kann ich leider nichts, dass er eine deutsche Mutter hat. Aber immerhin, er war für Chile verantwortlich. Er war für die Militärdiktatur in Argentinien mitverantwortlich. Wenn das sozusagen die Ehrenmänner der FIFA sind, dann können wir gleich einpacken im Grunde genommen. Ja, nur so sicher hinein. Also ich war mal im Kantonsspital in Chur. Und da ist eine Frau, ältere Frau reingekommen, hat gesagt, da haben sie gefragt, wie sie heißt. Hat sie gesagt, sie heißt Kissinger. Da fragt sie die Dame hinten, na, wie der Außenminister amerikanische, sagt sie, ich bin die Mutter. Das war der Bezug oder zur Region. Also, ja, die haben die dann kennengelernt, da in Chur, wo sie gepflegt. Wir haben jetzt, wir müssen jetzt auch vielleicht zeigen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wieder, dass der Beitrag immer gesehen bei uns bei TV Rheintal oder wir haben es den 23. September, Freitag, Nachmittag, damit wir das Datum fixiert haben und an Sie vielleicht
gleich die Frage. Gestern wurde bekannt, Schalke 04, der Jürgen, der Ralf, Entschuldigung, Rangnick, um Gottes Willen, der Ralf Rangnick, seit 19 Jahren, glaube ich, im Trainergeschäft, ist zurückgetreten, Burnout hat es geheißen. Aber letzte Woche hat er 2:0 mit Schalke gegen Bayern verloren, muss jetzt dann bei Freiburg antreten. Kann da auch sowas wie Schiebung oder sowas eine Rolle spielen? Also ich glaube, das Problem Schalke 04 ist eine Schiebung. Das Problem Schalke 04 ist Gazprom. Ja, die sind ja gerade gesponsert von Gazprom, ja? Aber allerdings von der deutschen Gazprom, die sind ganz anders, oder? Nein, deutsche Gazprom ist ja, also Gazprom Germania ist nur ein Ableger von Gazprom Kreml, aber Sie dürfen ja eins nicht vergessen. Gazprom ist das Synonym für Unterdrückung in der Russischen Föderation, für Unterdrückung von Meinungsfreiheit, ist für die Zerstörung der Demokratie, ist sozusagen der Machtfaktor des Kremls. Das ist das Problem. Wenn die sozusagen das Gazprom-Zeichen auf der Brust haben und winken mit den Gazprom-Fahnen und so weiter, das ist ja eine Verhöhnung der demokratischen Bewegung in Russland. Und da spielen natürlich Politiker eine große Rolle. Und ich kann mir vorstellen, dass Gazprom macht das ja aus Imagegründen. Also das Image soll toll sein. Dazu gibt es die deutschen Politiker. Sie hatten Gerhard Schröder erwähnt. Es gibt aber auch andere und es gibt Fußballvereine und es gibt was auch immer noch, Kulturvereine, die von Gazprom gesponsert werden. Da steht man unheimlich unter Druck. Man muss ja gewinnen, um sozusagen dann in den Medien entsprechend präsent zu werden. Und ich glaube, dass der Druck, der jetzt so ausgeübt worden ist, viel größer war auf den Trainer, als irgendwie, dass er mal 1 oder 2 oder 3 Spiele verloren hat. Wir wissen es nicht, aber ausschließen können wir es auch nicht, oder? Nein, man, das Problem ist, es gibt überhaupt keine Sicherheit mehr, für gar nichts. Sie können nie was ausschließen. Also ich dachte mal, es gibt Sicherheit, das Spiel ist fair. Egal welches, Bundesliga, Nationalmannschaften, nichts ist fair. Wir wissen es gar nicht, wir können es hoffen, also dass es so ist, ist aber nicht. Wir gehen ja davon aus, dass die Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar und Russland korrekt abgelaufen ist. Aber es ist doch ein Märchen, ich schreibe das im Buch, es gibt ja Indizien, dass das natürlich vorher alles schon bekannt war. Die Europameisterschaft 2012, Polen-Ukraine. Der ehemalige Sportminister hat engste Verbindungen zur Puschkow-Mafia, eine der mächtigsten Organisationen in der Ukraine. Die Oligarchen haben alle Verbindungen zu kriminellen Strukturen. Also was wundern wir uns denn eigentlich? Und ein Tschetschene kauft Xamax. Und ein tschetschenischer Millionär kauft Xamax in Neuchâtel. Aber ich glaube, die viele Fußballvereine, die pleite sind, die einen Investor brauchen, denen es ist vollkommen Schnuppe, woher das Geld kommt. Hauptsache, es kommt Geld. Okay, wir machen einen kleinen Wechsel zu Roland Rino Büchelwey. Wir bringen das Licht oder in die ganze Landschaft. Also wir wissen es aus der... Roland, du hast ja da dementsprechend eine Anfrage gestellt, oder? Eingereichter Text, da steht drin, das Bundesamt für Polizei FEDPOL schreibt in seinem Jahresbericht vom Juni 2011 unter dem Titel Korruption im Sport, dass immer wieder Bestechungshandlungen im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen aufgedeckt werden. Und weiter, der Bundesrat hat das Bundesamt für Sport beauftragt, bis Ende 2011 einen Bericht auszuarbeiten, der den Regelungsbedarf aufzeigt. Wann und in welcher Form werden Parlament und Öffentlichkeit über diesen Bericht informiert? Also wie ist das jetzt gelaufen? Wie sind wir jetzt mit der Anfrage? Ja, das habe ich leider müssen machen, weil am Dienstag, wo jetzt kommt, der Ständerat abstimmt über meine Motion, die ich schon gemacht habe im letzten Dezember, wo der Nationalrat mit 200-0 und der Bundesrat gesagt hat, jawohl, da wollen wir es sehen. Gibt es 200-0? 200-0 gibt es, ja. Nein, es ist ja so. Meistens auch die Hälfte rein. Genau. Ja. Es ist eben so gewesen, man hat nicht einmal müssen abstimmen, um es ganz präzise zu sagen. Ja. Es hat nicht einmal eine Opposition gegeben, man hat nicht einmal diskutieren. Der ganze Rat war einverstanden, dass man das macht. Ja. Jetzt kommt es in den Ständerat und da habe ich leider erfahren, dass in einer Kommission beschlossen worden ist, mit 10-0 bei einer Enthaltung, also genau das Gegenteil, dass man es nicht sollte machen, nicht den Bericht und nicht will hereinschauen. Jetzt habe ich müssen doppelt neigen. Und ich will jetzt mal Druck aufsetzen. Und darum ist das jetzt nochmal gebraucht? Ja, Druck aufsetzen, ja. Weil am Ende kommt die Antwort. Das ist überhaupt nicht behandelt, oder? Nein. Weder noch? Nein. Am Ende kommt die Antwort, dann am Mittwoch eingehen, am Ende kommt die Antwort und am Dienstag entscheidet der Ständerat und dann werden wir dann mal schauen, was die Antwort ist vom Bundesrat, ob denn der Ständerat den Mut hat, um das abzuschiessen. Stell dir vor, das Zeichen, das man in die Welt aussendet, jetzt haben wir eine halbe Jahr lange Ruhe haben, weil ich gesagt habe, schau mal, bis Ende Jahr passiert etwas. Wir schauen jetzt an, wenn es nötig ist, vorwärts zu gehen,
dann wird gehandelt. Und jetzt kommt der Ständerat eventuell daher und sagt, nein, interessiert uns nicht. Und da geht nicht, weil der Druck von Deutschland, der wird extrem gross, auch von anderen Ländern. Der Steinbrück hat schon wieder die Rösser gesattelt. Ja, natürlich, das schon. Aber sonst war Deutschland immer still. Sepp Blatter und so weiter. Deutschland ist ja pflegeleicht wie noch etwas. Relativ, oder? Der Beckenbauer ist Ding, hat nichts gemacht, ist nachher noch ein bisschen gefrustet zurückgetreten. TH20 hat gesagt, jetzt räumen wir auf von der Fußball-WM, von der Frauen. Gibt jetzt auch schon wieder eine Ruhe. Jetzt müssen wir halt ein bisschen helfen, auf die Sprünge zu kommen. Im Fußball haben sie tatsächlich Angst. In anderen Bereichen sieht man ja, wie es auf die Schweiz hineinbrügelt, wie es aufs Liechtenstein hineinbrügelt. Und im Fußball ist es schon überraschend, wie die grossen Nationen, Deutschland, Italien, Spanien, Brasilien, die grossen Fußballnationen, die sind auch England, Großbritannien, die sind sogar im Vorstand von der FIFA und haben in der ganzen Zeit nichts gemacht. Du hast ein bisschen reingeschaut, der FIFA, UEFA, da ist dort alles so verkauft gesehen, und so, hast einiges gesehen. Aber gibt es denn da, jetzt bei uns umeinander, gibt es da Sachen auch in der Ostschweiz? Also sind wir sauber? Nein, wir sind in der Ostschweiz extrem unsauber gewesen im Jahr 2009. Also Spiele in der Nazi B oder Challenge League, wie es jetzt so gescheit heisst, sind geschoben worden vom Schlimmsten. Und auch Spiel ist hier betroffen, auf Haus auf Dutz. Ja, eben, habe ich gehört. Wie schiebst du denn so etwas? Ja, das sind unglaubliche Sachen. Das sind Strukturen, Wettmafien im asiatischen Raum, Wettmafien aus dem und aus hast du ein Spieler Standby, oder? Ja, also es sind Spieler, die tatsächlich bei denen angestellt sind. Ja. Und du tust nicht nochmal Spiel verschieben. Du sagst zum Beispiel, wer kommt der erste Corner über die zweite Halbzeit? Das ist ja relativ einfach, um so etwas zu machen. Und da gewinnt nachher noch 50'000 Stutz irgendwo auf der Welt. Und der Spieler hat irgendetwas. Es geht aber noch weiter, die Spieler sind bedroht und sind teilweise allein und leben. Also das ist unglaublich. Vor allem in den tieferen Ligen, wo dann das Fernsehen nicht drin ist, wo es dann auffällt, sondern die Quoten gemacht werden. Und die Mafia, das ist ein grosser Tool. Aber was mir noch mehr wehtut im Sport, ist, dass der Fisch vom Kopf her stinkt. Zum Beispiel bei der FIFA. Die Firma, die ich einmal gearbeitet habe, die in den Konkurs gegangen ist, die hat für 140 Millionen 785'000 Franken, also 785'000, 618 Franken und 93 Rappen haben die Sportfunktionär geschmiert. Ja, weißt du, uns wird es fast schwindig bei dem Wir ohne das gehört haben von Gericht, zuerst mal, wo da behandelt worden ist. Und das Verrückte ist, 6 Leute von denen sind immer noch in Funktion. Also 3 sind bei der FIFA im Exekutivkomitee und 3 sind beim IOC. Und was ist im IOC? Bald haben wir entscheiden, ob St. Moritz Davos die Olympiade überkommen. Also, wenn wir mit Steuergeldern, zweistelligen Summen Steuergelder, wenn wir die Hosensäcke von diesen Leuten füllen oder wenn wir also ein Dossier machen, wo wir eine Chance haben, zum gewinnen. Also, nehmen wir mal England. Die haben die Fußball-WM wählen, die haben 2 Stimmen gehabt, ohne von England gesehen. Die haben gemeint, die marschieren durch mit dem Prinz William, mit dem Prime Minister Cameron, wo es schlussendlich 0 Chance kann gegen Russland. Man redet ja immer von Katar, wahrscheinlich bei Russland, wahrscheinlich, noch mit höherer Summe ausüber geschaffen worden. Und wenn jetzt schon einen journalistischen Aufdecker hier haben, einen politischen Aufdecker, wenn ich es so denke, im Halbfinale, US Open, der Federer 2-0 vorne, verliert wieder. Ja, es ist möglich, dass im Tennis sich sowas auch abspielt. Im Tennis sowieso, ja. Da muss man nur einen einzelnen Spieler beeinflussen, oder? Es wird ja auch gemacht. Die bekommen Umschläge zugesteckt, dann wird vorher gewettet, ich beschreibe das ja auch. Und weißer Sport ist ja lachhaft. Natürlich ist gerade was Wettbetrug, hohen Wetteinsätzen, ist Tennis noch viel einfacher als Fußball beispielsweise, weil der schlägt halt mal daneben oder was auch immer. Und dann gucken sich, es ist immer wichtig, sich die Länder anzugucken und die Vereinspräsidenten. Und wenn Sie sich dann die Geschichte dieser Vereinspräsidenten anschauen, da landen Sie irgendwann immer in einem tiefen Loch, worüber die nie reden wollen. Herr Thierry, kennen Sie, ganz bekannt, der hat ja den Herrn Becker, Boris Becker trainiert und so weiter. Er ist jetzt der reichste Mann in Rumänien. Er fing mit Tennis an, mit Tennisspielen jeder Art. Und ich weiß halt nach, dass er sozusagen sein Imperium darauf gründet, dass er engste Geschäfte hatte zu einem der bekanntesten Drogenhändler. Gemeinsame Firma. Heute ist er halt der reichste Mann der Ukraine. Er sponsert nichts, aber kümmert sich auch nicht um die politischen Verhältnisse in Rumänien, korrupt bis auf die Knochen. Und ist aber angesehen. Boris Becker kommt immer zu ihm, wenn er seine Wildschweinjagden hat.
andere Sportler kommen zu ihm. Mit radioaktiv also, belasteten Pilzen aus dem süddeutschen Raum, ja. Das sei ihm da gegönnt. Ja. Ja, gut, es, vielleicht noch eine letzte Frage. Also, man muss das Buch halt lesen, muss sich mit Ihnen beschäftigen. Sie sind Enthüllungsjournalist. Machen Sie das ähnlich wie der Günther Wallraff? Gehen Sie da so mit versteckten Synonymen rein? Nein, ich gehe immer ganz offen rein. Ganz offen. Also die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben, ja. Glücklicherweise. Es gibt ja viele, die haben einfach ein Selbstdarstellungsbedürfnis, insbesondere wenn man mit den Mafiosi redet. Die wollen sich halt darstellen, ich bin ein normaler Geschäftsmann, ich habe doch nichts mit der Mafia zu tun, ich habe nichts mit Drogenhandel zu tun, mit Waffenhandel, nichts mit Finanztransaktionen, nichts mit schwarzen Kassen in Liechtenstein. Ich bin ein Notar, ein Rechtsanwalt, ein angenehmer Unternehmer. Und so wollen sie das, verkaufen sie sich und deswegen reden sie manchmal mit mir, weil sie denken, ich bin so blöde und gehe genau auf diese Propaganda ein. Mhm. Aber in der Regel trifft das ja nicht zu. Die Worte des Papstes gestern, Politik soll das Mühen um Fairness sein, so daneben war das nicht, oder? Im Bundestag. Naja, wenn man, ich meine, ich stehe ja da einigermaßen kritisch gegenüber, aber er hat eine gute Rede gehalten, aber wenn die Politiker und nicht nur die Politiker, Herr Platter, hätte sich das auch mal anhören sollen, aber da hat er sicher keine Zeit gehabt. Die Rede war schon sehr gut, was sozusagen Recht und Gerechtigkeit angeht. Denn wenn wir das nicht haben, haben wir, wie er gesagt hat, eine Räuberhöhle. Und wir haben es mit vielen Räuberhöhlen inzwischen zu tun. Und deswegen hören wir uns, und das ist das Problem, diese Reden an, klatschen, auch stehen auch noch auf. Und dann ist es leider wieder vergessen. Die Rede war so gut, dass sogar die Künast gesagt hat, sie war gut. Allerdings abends bei Beckmann hat der Heiner Geisel gesagt, ja, sie war dann doch nicht so gut. Aber wenn der kritisch ist, dann muss sie gut gewesen sein, oder? Ja, sie war gut. Sie war einfach gut. Also. Ja, gut. Roland Rienerbüchel, was erwartest du jetzt am Dienstag vom Ständerat? Also, es kommt ein bisschen darauf an, wann er kommt. Die Sonntagszeitung hat gesagt, sie tun es ziemlich aufziehen. Dann die Frage stellen. Warum es so ein Wandel kommt, warum es zwei, drei Leute können so einen Wandel bewirken in einer Kommission. Schauen wir mal. An sich spielt es keine Rolle, weil der Bericht, und da garantiere ich, bis Ende Jahr ist der Bericht da, wenn FEDPOL, also das Bundesamt für Polizei, den Bericht ankündigt und der Bundesrat sagt, er muss kommen, dann hat es nicht ein paar Ständeräte, die den abschiessen können. Da bin ich ziemlich sicher. Und darum habe ich auch die Frage gestellt, wenn kommt der Bericht der Öffentlichkeit? Ich habe nicht gefragt, gibt es den Bericht bis Ende Jahr? Der Ständerat versucht, warum ist mir völlig unklar, den auf nächstes Jahr, fast das Gleiche, aber einfach auf ein Jahr Verspätung zu haben. Und es kann ja nicht sein, nur weil die Verwaltung ein bisschen langsamer arbeiten will, dass man das Riesenproblem, das Reputationsproblem auf unser Land auf. Aber hast du das Gefühl, das kommt einmal gut? Also Wertekommission ja, bringt nichts, Ethikkommission bringt nichts, oder immer ein bisschen, die Phase ein bisschen besser, aber sie fahren immer noch. Im Doping ist 25 Jahre gegangen, das ist realistisch. Bis man nur Gesetze hat, und es wird immer noch beschissen. Wollen wir nicht diskutieren. Jetzt packen wir es an. Und wenn in den nächsten paar Jahren Fortschritt kommt, dann ist es gut. Also, gleich noch erinnern, im Mai hat der Sepp Blatter noch gesagt, gross, alle Titelseiten, die FIFA ist nicht korrupt. Nachher hat es gesagt, nicht systematisch korrupt. Dann habe ich gesagt, ja gut, wenn schon korrupt, dann wenigstens systematisch. Oder? Jetzt ist in der grossen Schlagzeile, sagt er, ich räume auf. Im Oktober, gegen Ende Oktober, gibt es eine grosse Pressekonferenz, von er zugeht. 3-4 Leute hat er auf die Seite geschossen. Seine beiden Vizepräsidenten, Bin Hammam, sein Rival aus Katar, der Jack Warner, eine ganz spezielle Figur, Vize-Premierminister, Trinidad Tobago, ist weg. Also einiges ist schon passiert. Jetzt könnte man sagen, das ist eine Siegerjustiz. Die hat er weg, Freunde, die nachweislich korrupt sind. Nachweislich korrupt, eben die 140 Millionen, die ich erwähnt habe, die geschmiert worden sind, die sind noch drin. Dort wird sicher etwas passieren müssen. Aber nicht mit einem 90-jährigen Henry Kissinger und nicht mit einem Placido Domingo, der in der Ethikkommission ist, weil das ist schon ein bisschen daneben. Also, du kannst wohl dein Sagen-Image probieren aufzupolieren, aber der 90-Jährige, der nicht so eine wahnsinnig gute Vergangenheit hat, wie man es gerne würde sagen, nützt da relativ wenig. Placido Domingo nützt da nicht viel und andere, die dort hinhocken, vielleicht noch hinhocken wird, höchstwahrscheinlich auch nicht. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, also Lügen, Betrügen, Bescheissen ist mitten unter uns. Das ist, glaube ich, eindeutig rausgekommen. Wir hätten mal an einem Psychologielehrer gesagt, auf dieser Welt sind vieles in Ordnung, aber deswegen resignieren wäre verkehrt. Ich glaube, etwas anderes können wir fast gar nicht machen. Viel Erfolg beim Vermehren von der hoffentlich gewonnenen Einsicht. Und wenn Sie mal bei Sport geschaut haben, dann schlafen trotzdem gut. Wir sehen, es gibt Leute, die dranbleiben. Vielleicht bleiben auch ihr dran, haben wachsame Augen, wachsame Ohren. Und wir sind doch jederzeit empfänglich für irgendwelche Geschichten in dieser Art. Danke fürs Zuschauen.